Im Wasser ist es im Prinzip wichtig, dass die Hände so gehalten werden, dass sie entspannt sind und dass sie nicht verkrampft sind. Also dass man quasi reinkommt und man hat zwar schon eine Spannung auf der Hand drauf, aber sie ist nicht verkrampft und sie ist auch nicht super locker, sodass die Finger super weit auseinander sind. Sie muss aber auch nicht eng zusammen sein, sondern einfach so eine entspannte Handhaltung und dann da reinkommen. Dass man sagt, man lässt die Finger weit auseinander, sodass sich da Luftblasen bilden. Ich glaube, es ist relativ schwierig, dass wenn man schwimmt und man hat dann vielleicht um sich rum im Wettkampf oder man ist in der Intensität noch ganz viele andere Eindrücke und dann will man noch so die Finger, die Zentimeter abmessen zwischen den Fingern. Ich lasse sie jetzt mal nur so weit auseinander, dass dann noch die Luftblasen dazwischen sind. Dann lieber ein bisschen mehr zusammen, dann neigt man nicht dazu, sie ganz, ganz weit auseinander zu machen und dann im Prinzip locker. Nur die Spannung, die man braucht, um dann halt später nach hinten zu arbeiten und das ist es eigentlich schon. Was man häufig sieht beim Kraulschwimmen ist, dass die Hände so ganz steif ins Wasser geführt werden und so abgeklappt sind. Quasi man ist in Gedanken schon dabei, wie die Hand dann nach hinten zieht. Wichtig ist aber auch da wieder mal ausschütteln, locker mit der Hand ins Wasser reinkommen und dann hier erst eine Spannung aufbauen, wenn man im Wasser ist. Und da hilft wirklich immer mal ausschütteln, auch mit den Fingern mal irgendwas machen. Da kriegt man so eine gewisse Lockerheit immer wieder rein, mal einfach ausschütteln, mal im Kopf auch wieder mal was singen oder an was anderes denken. Und dann kriegt man da auch wieder die Entspannung rein, die man nachher braucht, wenn die Hand hier reinkommt. Also wenn man so eine Handhaltung sieht oder auch ganz viel so Spannung auf der Hand, das ist immer nicht so gut, weil Spannung führt immer dazu, dass man Energie verliert, die quasi nirgendwo hingeht. Und was wir ja wollen, ist quasi eine optimierte Spannung. Das heißt, wir wollen eine Spannung, die wir für die Schwimmbewegung brauchen, aber die eben nicht eine Anspannung ist, wo wir dann nur Energie verlieren und keinen Vortrieb erzeugen. Was für die Hände noch gute Übungen sind, ist einmal die Finger spreizen ganz weit und dann den Kraulzug machen und mal richtig spüren, wie das Wasser hier durchfließt. Das ist auch eine schöne Wassergefühlsübung. Da bekommt man dann so ein Feedback auch mal, wie wäre das denn, wenn ich die Finger zu weit aufhabe. Wirklich mal darauf fühlen, wie das Wasser durchfließt und dann nochmal im Anschluss üben, wie ist es denn, wenn ich sie zusammennehme, locker zusammen. Und dann quasi eine Übung von der komplett anderen Seite wäre Faustschwimmen. Das heißt, ich gehe mit der Faust nach vorne ins Wasser rein und dann fange ich an zu ziehen. Und dann merkt man erstmal, wie einem der Arm so durchflutscht. Aber auch da immer wieder gucken, dass man das sauber ausführt, dass man trotzdem die Armhaltung beachtet und dass man dann hier mit der Faust sauber nach hinten zieht. Und dann ist das im Prinzip alles schon machbar und hat einen guten Effekt auf das Gefühl, wie welche Handhaltung man dann am besten wählt. Also für die Handhaltung nochmal Tools, die man auch mit einsetzen kann, wären einmal die Fingerpaddles. Das heißt, wenn man vorne greift, dann liegen die ja hier auf der Hälfte von der Hand an. Da kann man auch nochmal ganz gut spüren, sind die Finger zusammen oder auseinander, weil die Fingerpaddles halten ja die Finger so ein kleines bisschen zusammen. Das heißt, die sind auch nochmal ein gutes Tool zur Erinnerung, wie die Fingerhaltung ist. Und dann hat man hier vorne auch dadurch, dass man die Fläche hat, ein besseres Gefühl, wie man dann reinkommt. Und dann gibt es noch die sogenannten Rev-Pedals. Das ist eine Platte, die liegt quasi vom Unterarm knapp am Handgelenk bis auf die obere Hand und die hält quasi die Hand in einem gewissen Bereich, wo sie nicht abknicken kann, dass das hier nicht passiert, sondern dass die Hand wirklich in Verlängerung vom Unterarm dann auch ins Wasser reinkommt. Die sind ein schönes Tool, fühlen sich zwar beim Schwimmen nicht so wunderschön an, aber sind ein super Tool als Erinnerung, weil man nämlich immer wieder dann dran stößt, wenn man die Hand abknickt, beziehungsweise die sind so fest, dass man das auch nicht machen kann und kriegt auch immer wieder ein Feedback, wenn man dagegen arbeitet.